Hallo, heute bei meiner Wurfbesichtigung zeige ich euch da von einer Züchterin entzückende Golden Doodle. Die sind jetzt einen Monat alt und in diesem Alter fängt der Golden Doodle an, sein rassetypisches Aussehen zu entwickeln. Der Golden Retriever hat ja kurze Haare im Gesicht und der Golden Doodle hat längere Haare und diesen Unterschied kann man jetzt kennen. In meiner Hand halte ich da eine Hündin, ganz eine hübsche, und die sind von der Farbe her eher so in einem dunklen Honiggold, ganz schön und wirklich wohlgenährt und kräftig. Die zweite Schwester von den Geschwisterchen Golden Doodle, die ist so aprikotfärbig, das geht ins Orange-Rötliche. Die Fellfarbe verändert sich mit der Zeit noch ein bisschen. Ich bringe immer den Vergleich und sage, ein Küken ist gelb und niemand kennt einen erwachsenen gelben Gucke oder eine gelbe Hähn, weil einfach die Farbentwicklung, Fell, Haarlänge, Typus, ja, das braucht halt alles seine Zeit. Okay? Man spricht üblicherweise so davon, dass die Haarfarbe so wird, wie es auf den Öhrchen ist und das ist ein bisschen dunkler, wie es jetzt ist. Und dieses Mädchen da ist auch wirklich wohlgenährt, super gewachsen und wird einmal eine wunderschöne Maus. Der Wurf besteht nur aus 4 Welpen, weil wie die Natur ganz normale Schwankungen hat, mal sind es mehr, mal sind es weniger und der Wurf ist halt etwas kleiner. Jetzt sind wir bei den Brüderchen angekommen. Das ist der erste Rüde, den ich euch zeige, der ist der hellste im Wurf und auch der kleinste. Das heißt jetzt nicht, dass er Chihuahua-Größe kriegen wird, aber vermutlich wird der auch als Erwachsener der Kleinere bleiben und so wie ein guter Border Collie werden von der Größe her. Einfach nicht zu groß und nicht zu schwer. Das sieht man schon, die Knochen an die Handgelenke. Wenn man sie auskennt und öfter mit Hund zum Tor hat, kann man das ganz gut einschätzen. Eine Garantie auf Größe und Gewicht kann man nicht geben bei einem Lebewesen, weil manchmal sind halt auch schneller und manchmal sind auch langsamer in der Entwicklung, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch darauf, dass das eher so ein Medium-Typ wird. Das Beste kommt ja immer zum Schluss und das ist jetzt der letzte Rüde. Der hat auch eine sehr dunkle Farbe, das ist ja so ein Goldaprikot, hat eine wunderschöne Kopfform und ein ganz ein nettes Wesen. Wir dann ja da bei diesen Wurfbesichtigungen nicht nur die Videos machen, sondern die Hunde auch testen, beobachten beim Spül. Nur lässt sich halt nicht alles filmen, weil die Züchter wollen natürlich auch nicht einen kompletten Privatbereich da im Internet stehen haben. Deswegen macht man die Vorstellung so und privat ist privat. Und wenn die Interessenten kommen, dann sehen sie eh, wie das so hinter die Kulissen abläuft. Dann sagen wir Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal, wenn wir etwas größer sind. Und Papa, tschüss!